Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, die Bundesregierung möchte nun also doch die Bundeswehr weiter in den Irak und nach Jordanien schicken, angeblich zur weiteren Bekämpfung des sogenannten Islamischen Staates. Bis heute ist aber zum Beispiel völlig unklar, was eigentlich mit den Aufklärungsdaten der deutschen Tornados über Syrien passiert. Und das ist für uns völlig inakzeptabel, was Sie hier betreiben. Und die Großwetterlage, die politische Großwetterlage, hat sich ja zunehmend in dieser Region verschlechtert. Donald Trump droht ganz offen dem Iran mittlerweile mit einem Krieg. Und die Bundesregierung hat sich nun im Iran-Konflikt auch noch völlig einseitig auf die Seite Saudi-Arabiens gestellt und auch noch ihre uneingeschränkte Solidarität mit den Schlechtern am Persischen Golf erklärt. Und damit wird sie völlig parteiisch in diesem Iran-Konflikt. Wir halten das für eine völlige katastrophale Außenpolitik, die Sie hier betreiben. Und das erhöht die Kriegsgefahr. Das erhöht die Kriegsgefahr in dieser Region. Und jeder kann sich ausmalen, sollte es zu einer Eskalation kommen, sind natürlich auch die Bundeswehrsoldaten in dieser Region Angriffsziel. Das ist doch völlig selbstverständlich. Das wissen Sie doch ganz genau. Und deshalb halten wir es unverantwortlich, dass Sie in diese Region Soldaten schicken. Wir lehnen auch aus diesem Grund diesen Einsatz der Bundeswehr ab. Und übrigens, da möchte ich auch den SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich zitieren, denn er hat es im Sommer ähnlich gesehen. Er hat gesagt, das Mandat endet am 31. Oktober dieses Jahres. Im Übrigen ist es angesichts der aktuellen Situation gut, sehr bewusst darüber zu reden, ob es richtig ist, einen militärischen Fußabdruck in einer Region zu hinterlassen, in der gegenwärtig neue Kriege drohen. So also Rolf Mützenich, SPD-Fraktionsvorsitzender, und recht hat er, recht hat er. Und leider ist es wieder ein Trauerspiel, dass die SPD umgefallen ist und ihm in den Rücken gefallen ist und nun doch wieder alle Vernunft diesen Einsatz verlängert. Und leider sind auch die Argumente der Verteidigungsministerin eher haarsträubend. Da kann man eigentlich überhaupt nicht folgen. Ein Jahr lang hatten Sie Zeit, diesen Einsatz für den Abzug vorzubereiten. Das ist jetzt anscheinend technisch nicht möglich gewesen. Sie haben keinen Ersatz gefunden. Das sind doch alles Märchen, Frau Kramp-Karrenbauer. Die glauben Sie doch nicht einmal selbst. Der Bundeswehreinsatz ist, und das ist ja das Entscheidende, über syrischem Gebiet völkerrechtswidrig und verstößt somit auch gegen das Grundgesetz. Aber das scheint Sie hier schon überhaupt nicht mehr zu stören. Heiko Maas spricht gestern vor der UNO von einer neuen Allianz des Multilateralismus zur Stärkung des Völkerrechts. Und gleichzeitig sendet diese Bundesregierung ohne völkerrechtliche Grundlage wieder die Bundeswehr in eine Region. Das ist auch völlig unglaubwürdig, was Sie hier machen, internationale Doppelstandards. Und insofern brauchen wir endlich eine glaubwürdige Außenpolitik, die übrigens auch dazu beiträgt, ich komme zum Schluss, dass ernsthaft Terrorismus bekämpft wird. Und dafür müssen Sie endlich den Wiederaufbau in Syrien unterstützen und den Menschen eine Perspektive in dieser Region geben. Vielen Dank, Frau Kollegin. Der nächste Redner ist der Kollege Omid Noripur, Bündnis 90 Die Grünen.